Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Satinavs Ketten. Wir sind hier im Berglager, im Vorberglager fertig und können nun weiter wandern, unseren Weg fortsetzen auf der Suche nach dem Feenversteher. Komm, Nori, wir gehen weiter. Komm weiter, Rabe. Oh, Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Verzeihung. Die Blutzinnen. Das unwegsamste aller Gebirge. Was bei allen 12 Göttern hatte den Feenforscher ausgerechnet hierhin verschlagen? Keine Gefahr gab es, die hier nicht lauerte. In was für ein Land hat er Nuri geführt? Dravesh's Clown nannten die Orks das Gebirge. Und von allen Schwarzpelzen waren hier die schrecklichsten zu Hause. Ihre Gefangenen verschleppen sie in die Höhlen von Orakar und hetzen sie dort zu Tode. So erzählte man sich von dem blutrünstigen Solochai. Und der Weg führte geradewegs durch ihr Lager. Na, was haben wir für ein Glück? Gut. Psst, Nori! Komm hier in den Schatten! Hier sehen sie uns nicht! Das ist ein ganzes Orklager. Wenn sie uns finden, sind wir tot. Rabe! Los, berichte! Und krähe etwas leiser. Der Rote See ist hinter dem Bergkamm. Aber die Orks sitzen überall. Sie sind hier, um ein Ritual auszuführen. Es dauert Tage, bis sie es beenden und verschwinden. Also kein Roter See? Unsinn. Wir sind nicht tagelang durch die Blutzinnen geklettert, um jetzt umzukehren. Du willst die Fee retten und riskierst ihren Tod. Ich dachte, Nuri könnte dir vertrauen. Aber du handelst genau, wie Gwynling es wollte. Ich... Hab keine Angst, Rabe. Geron weiß schon, was er tut. Stimmt's nicht, Geron? Natürlich. Ich bringe dich heil zum Feenforscher. Das kann alles nicht wahr sein. Die Orks werden uns zerfleischen. Du solltest dich besser beeilen. Mhm, ja, gerne. Ushai Orkas, Droschak, Schnach Teirach, Grochroi Kakus, Gor Isra. Sicher, ich bin fasziniert. Ich wollte ganz sicher nie im Gerümpel stinkender Orks wühlen. Und dann hat es nicht mal was gebracht. Ein Haufen Unrat. Die Schädeldecke ist gespalten. Ist das ein Menschenschädel? Na, wundervoll. Die ist gespalten. Können wir sie denn wieder ganz machen? Jetzt klingt er laut und hohl, wenn man gegen die Schädeldecke klopft. Na, guck, das ist doch schon mal was. Gerümpel. Gerümpel, hast du sonst noch was raus? Sag mal! Wir können tatsächlich was mit ihm sprechen. Und? Wie bist du drauf? Mit denen werden wir fertig, was? Es sind Dutzende. Du hast nicht einmal ein Schwert. Rabe, du lenkst sie ab. Und Nuri, kannst du einen Todeszauber? Nein. Schlafzauber? Nein. Wir werden trotzdem irgendwie mit ihnen fertig werden. Es braucht eine List. Gibt es keinen anderen Weg? Es gibt eine gute Flugschneise dort drüben. Ich meine für uns drei. Nein, bedauere. Der einzige Weg führt durch das Orklager. Hm.
Tja, können wir denn fliegen? Kannst du uns rüberfliegen? Ja, okay, war nur ein Versuch, okay? Was heißt das mit versöhnen? Tut mir leid, dass ich wieder so schroff zu dir war. Ich weiß, du meinst es gut mit deinen Warnungen. Aber wir müssen zu diesem Gelehrten am Roten See. Entschuldigung angenommen. Willst du nicht auch noch etwas sagen? Ja. Ja? Mach unsere Lage bloß nicht noch schlimmer. Nett von dir. Ach, nichts. Und, Nuri, wie geht's dir eigentlich? Nuri! Sie streiten sich darum, wen Tairach als Made zerquetschen wird. Was? Hä? Also, okay, gut, alles drauf. Hab keine Angst, Nuri. Ich beschütze dich. Ich vermisse meinen Wald und das Leben dort. Bald sind wir beim Feenforscher. Dann wird alles gut. Das klingt so schön. Ich muss nur noch diese Orks vertreiben. Du hast ja noch mich, Nuri. Boah, mein Schatz. Hast du eine Idee? Eine Idee, wie wir an diesen Orks vorbeikommen? Wir kehren um und suchen eine sichere Passage. Nuri. Ich zähle ganz auf dich. Bitte, Nuri, lass uns von hier verschwinden. Keine Angst, Rabe. Ich beschütze dich. Gut, folgender Vorschlag. Und jetzt? Verwegener Plan? Hinterhält? Ratlos? Ja, ich weiß nicht. Also noch habe ich keine Idee. Tut mir leid, aber alleine weiß ich nicht weiter. Und deshalb verschwinden wir jetzt. Gib dir keine Schuld, Geron. Vielleicht verraten uns die streitenden Orks dort etwas. Du verstehst, was die Schwarzpelze da reden? Die beiden da mögen sich nicht. Der Dritte lacht immer. Irgendwas Wichtiges, was uns weiterhelfen kann? Warte einen Moment. Ushai Orkas, Droschak, Schnach Tairach, Groch Roik Haku, Skor Israk, Taika Kare. Es ist eine Geschichte mit sehr vielen Namen. Geschichten helfen uns auch nicht weiter. Sie reden viel von Blut und Eingeweiden. Tauschen Sie Kochrezepte aus? Sie streiten sich darum, wen Tairach als Made zerquetschen wird. Und wer von denen ist Tairach? Das ist ihr Blutgott. Der große Laute ist ungeduldig. Er will endlich das Zeichen von Tairach, sonst tanzt er selbst. Sie warten also auf ein Zeichen. Interessant. Ein Zeichen mehr lauschen? Echt? Lass uns nochmal bei den Orks lauschen. Gut. Araikagroch, Sarbroch Uglar, ho? Horkasch, Drogzeirach, Ogra. Scheint ja sehr lustig zu sein. Sie lachen über einen Menschenknochen? Wie widerwärtig. Nicht, dass sie den Feenforscher kochen. Nein, der Knochen ist ganz klein und winzig. Wer weiß, wie groß so ein Feenforscher überhaupt ist. Der große, laute Ork interessiert sich mehr für Ogre-Exkremente. Wunderbar. Habe mich schon immer gefragt, worüber sich Orks so unterhalten. Hilft uns das? Wir schenken ihnen Ogre-Exkremente? Und dafür lassen sie uns passieren? Wenn das Leben immer so einfach wäre. Ja, ja. Gut, also ich denke, hier kommen wir erst. Ach, ich mach das schon. Alles wird gut. Ja, genau. Bestimmt. So, Gerümpel, Rexhaare. Ja, ich weiß, du bist misstrauisch. Können wir hier... Na, guck mal, das Holzbrett können wir mitnehmen. Okay. So. Taika Jorn Barak Baruk Scharas Tor Aikar Brazorak Zuzjar Dorek Taika. Das Pony zittert unter seiner verfetzten Mähne. Scharas Brakari Birik Sosha. Ja, die Decke möchte ich nicht hergeben. Ich befreie dich mal davon. Tor Aikar Brazorak. Surbra Moknarak. Wozu? Weiß ich nicht. Ich möchte dem Pony einfach nur Wasser geben. Hier. Oh. Okay. Geht's dir jetzt besser? Das Pony zittert unter seiner verfilzten Mähne. Ihm ist kalt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dem Pony die Decke geben sollten. Natürlich nicht. Ich habe Entschuldigung, wenn ich doch nur kalt. In Rochla! Da kommen wir nicht hin. Tairach Gnarul Groch!
Wir müssen auf jeden Schritt achten. Oder wir sind die Nächsten, die dort brutzeln. Roter Felsen. Der Felsen färbt ab. Okay. Können wir das noch gebrauchen? Messer. Ja, dann nimm ihn doch. Okay, war das jetzt irgendwas? Der Stein ist von vielen roten Adern durchzogen, aber ganz trocken. Müssen wir ihn anfeuchten? Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot. Können wir den Schild anmachen? Ich muss das Ziel im Auge behalten. Ja, schon klar, Entschuldigung. War nur so ein Gedanke. Wie sieht das aus? Mir fällt dazu nichts ein. Mir auch nichts. Okay. Haben wir noch sonst noch irgendwas, was wir... Oh, warte mal. Können wir jetzt Wasser in den Futter machen? Keine Zeit für Experiment. Ja, schon. Boah, der ist aber auch ungeduldig. Okay, kommen wir da lang? Ihr seht mich nicht. Ugramomoch, Tairach Takai, Ugramomoch, Tarakwasch, Kutzmoch Turk, Mokroch, Ochmoknoch, Takai, Karka, Takai, Karka, Takai, Karka, Takai, Karka. Oh, Asek Aslasa, Uchmoknachka, Eike, Margokasch, Ihr Hag, Takai, Takai, Karka, Takai, Takai, Karka, Takai, Takai, Karka. Ach, Obrak. Jungs, was macht ihr da? Rauchende Schalen. Stinkt nach grässlichen Kräutern. Okay. Eine Pfütze. Dieses stetige Getropfe macht einen ganz wahnsinnig. Aber das kenne ich ja aus meinem Zimmer in Andergast. Ein Kriegshorn. Der Trommler ist zwar beschäftigt, aber es ist sicherer, wenn er nicht da ist. Richtig. Das beantwortet aber nicht die Frage nach... Oh, guck mal, einfach Hund. Na du, Halbwachs. Wecke niemals einen schlafenden Hund. Ja, schön. Erst recht nicht so einen. Ja, der ist doch bestimmt ganz lieb. Dieser Köter ist im Weg. Wenn er wach wird, ist alles aus. Mit dem Sprechen möchte ich lieber nicht. Er tanzt zum Rhythmus der Trommel. Vielleicht nimmt er so mit seinem Gott Kontakt auf. Okay. Und da geht's noch weiter. Oder sind wir daher gekommen? Weiß nicht. Na, sieh einer an. Na du? Du bist ja ein hübsches Ding. Von hier komme ich nicht an das Wasser. Warum? Der Orkgötze schweigt, aber offenbar wartet dieser Schamane auf ein Zeichen von ihm. Ach, deshalb mit Tanzen und so. Ja. Von hier kann ich den toten Baum nicht erreichen. Gut, haben wir denn irgendeinen übriges Seil? Jetzt weiß ich. Ich schwinge mich mit meinem uralten Zwergenseil an dem dürren Baumstamm über die Todesschlucht. Sarkasmus hilft nicht weiter. Okay, also, wir haben noch wir können ein Feuer erzeugen. Decke. Was mache ich denn nicht? Futterbeutel. Das hilft auch nicht weiter. Ja, habe ich mir gedacht. Gut. Rotes Wasser. Oh, das wäre ja cool, ne? Von hier komme ich nicht an das Wasser. Na schön, hier können wir wohl im Augenblick noch nichts tun. Okay. Okay, Ende. Ja, was können wir noch machen? Das ist vielleicht eine blöde Idee. Oh nee, warte mal, können wir das Wasser hier rot färben? Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot. Cool.
Alles klar. Und wollen wir doch mal sehen. Was sehen wir denn jetzt? Er ist langsamer geworden. Torog ein Morka! Kuschachrei geheu! Urgmor! Ocha geht rüber? Ke Dragnach, Knach Teirach. Zogach Gurochlech Teirach. Rika Zolochai, Horok Sharas Brakarai. Ar Eikar, Barzorak, Ro Jarkach, Kesara. Juroch Dura Gorschoi? Tor Teirach, Jusha Obrach, Dusum Drasa. Rikor Knach, Kakai, Karka. Takai, Karka. Takai, Karka. Takai, Karka. Also wenn das irgendjemand von euch übersetzen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lese mir das gerne alles so durch. So geht's. Jupp. So. Okay, ich glaube, ich hau lieber ab. Achso, so müssten wir den mitnehmen? Nee. Gut, aber was haben wir dadurch jetzt gewonnen? Oh, ich komme nicht ran. Außerdem würden mich die Orks entdecken. Ich hab übersehen. Hilft das Brett? Nein, die Orks werden nur misstrauisch. Ja, okay. Können wir das sehen, so bekomme ich ihn auch nicht runter. Na schön. Oh, aber kannst du den runterholen? Sag mal. Ja, na? Hast du einen Oberkiefer? Siehst du dort den Kieferknochen am Pfahl? Und? Du musst ihn für mich holen. Wieso ich? Du bist ein Vogel. Flatter, flatter. Ich bin doch keine Aaskrähe. Oh, bitte. Bitte. Nein. Bitte, bitte. Ich kenne dieses Spiel. Es endet mit 1000 Bitte, bitte, bitte. Und meiner Antwort? Nein. Für Nuri? Na gut. Oh. Es ist nur ein Rabe, ich weiß, aber ich... Cool. Sag mal. Können wir uns bedanken? Nee, leider nicht. Ach, nichts. So. Was machen wir denn jetzt mit dem Ding? Der Rabe hat die Orks kaum interessiert. Okay. Ich warte ganz sicher nie im Gerümpel stinkender Orksmühlen. Und dann hat es nicht mal was gebracht. Nuri, was hältst du denn da? Nuri, sie streiten sich darum, wen Teirach als Made zerquetschen wird. Was? Alle. Nee, Entschuldige, aber im Moment. Ach, ich mach das schon. Alles wird gut. Ja. Okay. So, was haben wir denn? Warte mal, den Oberkiefer. Passt das? Können wir damit einen Wurfdingsanker bauen? Ja, ein Wurfhaken. Siehst du, das meinte ich. Rurasek. Rurasek. Istrasek. Karkasek! Mora! Ketsuchake, Ruka! Okay. Kutzmachtulk! Mokroch! Ocha geht rüber! Ke Dragnach, Knach Teirach! Juroch Dura Gorschoi! Tor Teirach, Jusha Obrach! Dusum Drasa! Reikor Knach, Kakai, Karka! Takai, Karka! Takai, Karka! Takai, Karka. Ja, faszinierend. Okay, weiter. Oh, ich fürchte, das werden wir uns das jedes Mal jetzt anhören müssen. Okay, dann lass mal gucken. Fließendes Wasser, da kommen wir immer noch nicht dran. Aber wie ist es denn hier? Dann verhakt er sich am Baumstamm. Ja. Ich springe ab und hoffe, dass mich der tote Baum trägt. Nein. Warum? Das war doch nur... Das kann ich besser. Meinst du?
Ich wäre mir da nicht so sicher. Ach nein. Unmöglich, aber das ist doch eine prima Idee, oder nicht? Fließendes Wasser. Ja. Dann verhakt er sich am Baumstamm. Ja. Ich springe ab und hoffe, dass mich der tote Baum trägt. Hm. Nein. Okay. Schön. Abgrund. Bei dem vereisten Boden springe ich da lieber nicht rüber. Sonst war es das nämlich mit hoch hinaus. Okay, hilft das Brett hier weiter? Das habe ich vorher nicht gesehen. Ach, na toll. Das war ja eine Spitzenidee. Gut, hallo, da sind wir. Na? Und wie läuft's so? Der Baum ist zu weit oben. Ohne Hilfsmittel komme ich nicht ran. Jetzt sag nicht, das ist nicht dein Ernst, ne? Sicher. Natürlich, das war von da drüben natürlich nicht möglich. Okay. Aber es wäre, glaube ich, ganz cool, wenn das Wasser da durchlaufen würde, oder? Können wir das noch mal? Das lasse ich, wie es ist. Das Horn könnte das Wasser auffangen, wie ein Trichter. Das war der Plan. Das Horn könnte das Wasser auffangen, wie ein Trichter. Ja. Das Horn könnte das Wasser... Okay, das hilft nicht weiter. Können wir das hier irgendwie anbringen? Lücke im Kiefer. So, das ist schon mal gut. Und jetzt... färben wir es auch noch rot ein. Ach nein. Ach, ja, schon gut. Hier oben irgendwo drauf? Ich sollte den Stein besser irgendwo festmachen. Ich weiß nicht. Da funktioniert jetzt speit der Götze Blut. Marok! Oh, Taika! Nur Taika! Schnachtteiler! Inloch Taika! Mol Azeki! Mol Kul Knacht! Usa! Och! Baruko Kasrota! Klar. Wir stehen hier direkt daneben, die gucken in diese Richtung, die haben uns. Das lasse ich, wie es ist. Mir gefällt das Wasserspiel. Ja, ist irgendwie cool. Das lasse ich, wie es ist. Okay, gut. Also, das scheint es ja gewesen zu sein. Also zurück. Na, Jungs. Teirach, Rag Aikor! Der Hund ist wach. Hortaka! Halku Sharas Brakalai! Halku Aika! Brasorak! Taika Garach! Solochai! Solochai! Aikata! Aikata! Was macht ihr da? Oh, wir können schon gar nichts mehr machen. Aber was machen wir jetzt mit dem Hund? Alter. Ich trau mich nicht. Ach, das war schon passiert. Bleib ganz ruhig, Hund. Zerbeiß mir nicht die Kehle. Dieser Köter ist im Weg. Wir machen irgendwie nichts, was wir ihm anbieten könnten, ne? Stinkt nach grässlichen Kräutern. Nein, die Orks sind da. Ja, schon gut. Machen wir so eine Idee. Okay. So, was können wir denn noch machen? Geschafft. Kommen wir endlich zum Roten See? Folgt mir unauffällig. Nein, warte, wir brauchen noch das Pfeifenkraut. Bist einer, der nicht schnell aufgeht. Was? So ist es. Ja, so einer bin ich. So ist es. Nein, warte, halt. Wir müssen doch noch zurück und... können wir denn nicht das... Der Rote See!
aber nirgendwo ein Forscher. Dort vielleicht. Hallo! Nicht so laut, die Orks! Wer seid denn ihr, junges Volk? Was? Wer bist du? Hi. Du bist der Kobold des Feenforschers, nicht wahr? Nein, ich bin ein Auerhahn. Ein Auerhahn, du kriegst mich nicht. Weißt du, wo seine Höhle ist? Ich weiß es. Sehr gut, wo ist sie? Das sage ich nicht, ich petze nicht. Was? Aha, okay, ja, das führt uns ja weiter. Was ist denn das hier? Hey! Schließt wohl nicht leicht Freundschaften, was? Du sagst es. Okay, bitte. Jetzt kann sie uns begleiten. Wer, die Blüte? Interessante Blume. Sie bringt Schmetterlinge zum Glühen. Ah, okay. Roter Felsen? Der Felsen färbt ab. Ich riskiere mein Leben nicht für eine Pflanze. War nur so eine Idee. Roter See. Hallo? Gelehrter Herr? Da ist er nicht. Ist hier irgendwo eine Höhle? Nee. Nuri, was meinst du? Wenn wir den Feenforscher gefunden haben, wird alles gut? Ich hoffe es. Erforscht mich aus, bis ich ohne Schmerzen zaubern kann. Dann kann ich dir jeden Wunsch erfüllen. So heißt es in den Märchen. Vielleicht zeigt dir der Forscher auch einen Weg zurück in deine Welt. Dort wärst du in Sicherheit. Hör auf damit, sonst kehre ich sofort um. Ich gehe nicht in meine Welt. Was ist denn bloß vorgefallen? Geht's dir gut? Was ist denn so furchtbar an deiner Heimat? Ist der Feenforscher eigentlich auch ein Mensch? Du lenkst ab. Also gut, dann behalte dein Geheimnis für dich. Na gut, und was ist mit dem Raben? Wo ist eigentlich schon wieder der Rabe? Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Meinetwegen braucht er von seinen Auskundschaftungen gar nicht zurückzukehren. Ach, jetzt komm. Aber er hat uns schon so oft geholfen. Ach ja? Ich höre ihn immer nur abfällige Kommentare geben. Er hat uns vor den traurigen Feen gewarnt. Ja gut, das eine Mal. Und bei den Orks hat er uns auch geholfen. Außerdem? Ja, schon gut. Er darf ja gern wiederkommen. Das ist schon ein kleines bisschen ungerecht. Das finde ich allerdings auch. Ich schaue mich mal weiter um. Gut. Wir schauen uns weiter um. Oh, ein Spalt. Gelehrter Herr? Seid ihr hier? Sag gerade noch nicht so laut und dann das. Also wirklich. Das ist nur der Rote See. Roter Felsen, haben wir jetzt irgendwas zum Einfärben? Nö, irgendwie nicht so. Ich würde zu gern noch an den Tabak kommen. So. Was haben wir denn hier? Hier ist der Rabe auch nicht mehr. Eine Halskette. Na, guck. Kannst du mal zeigen? Was ist denn das? Was machen die Orks mit einer Halskette? Wahrscheinlich Kriegsbeute. So, können wir denn... Wir können das für den Braten... Den ganzen Braten schleppe ich nicht mit. Nee, aber ein Stück davon, um den Hund abzulenken. Haben wir das Messer noch? Ein Stück muss reichen. Yep. Schild. Das nimmst du mit? Warum? Schilde, Äxte, Lanzen. Rüsten die sich für einen Feldzug? Sieht ein bisschen so aus, ne? Hier ist wieder roter Felsen. Müssen wir von dem noch was mitnehmen? Ich versuch's mal. Ein Stein reicht mir. Du hast ihn nicht mehr. Na gut. So. Reicht das schon, um den Hund zu besänftigen? Ja, die beiden sind noch beschäftigt. Okay, alles klar. So, guck mal, was ich hier für dich habe.
Fress, kleiner orkischer Kampfhund. Ja, du bist ein guter. Ich bin gar nicht mehr da. Okay, so schnell weg. Ja, alles gut. Okay. Tja, können wir jetzt dem Pony auch noch etwas Gutes tun? Das wäre ja irgendwie... Aber ich habe hier nirgendwo Heu oder so gesehen, ne? Ich wollte ganz sicher nie im Gerüpp. Und dann hat es nicht mal was gebracht. Ist das so eine Sache wie bei dem See? Ein Haufen Unrat. Nein, ist es nicht. Okay, Braten. Sollten wir was mitnehmen? Vielleicht mag der Kobold das ja. Ein Stück muss reichen. Na gut. Was ist denn mit den Lagern hier? Nee, da scheint es nichts weiter zu geben. Ich suche nochmal alles ab. Also gut, zurück zum Roten See. Wirklich? Oh ja, und so kam es, dass ich nach 700 Wintern der Einsamkeit endlich... Aber später mehr, mein Kind. Dein Rübengesicht ist wieder da. Das ist ja nett. Okay. Na schön. So, habe ich irgendwas übersehen? Nori, roter See. Da ist die Blüte. Roter Felsen. Und hier hätten wir wahrscheinlich das Fleisch auch verwenden können, ne? Mag die Pflanze. Die Sieh mal. Ich glaube, die beiden sind verwandt. Ach so. Ja. Ich soll die einfach nur da raussammeln, ha? Können wir sie rausschneiden? Au! Selbst schuld. Na schön. Magst du stattdessen Schmuck? Das ist keine Hilfe. Ja, war nur so eine Idee. Reagiert sie auf Wasser vielleicht? Das bleibt besser trocken. Ja, okay. Na, kann ich dich kaputt machen? Die ist lebendig. Ja und? Entschuldigung. Pfeifenkraut. Oh, damit könnten wir vielleicht den Kobold bestechen. Apropos. Anzünden? Au! Yeah. Also gut. Na schön. Also, wir brauchen offensichtlich diese Blüte, die da wohl auch. Und irgendwie müssen wir noch den Kobold dazu kriegen, dass er uns verrät. Wo denn läuft die mit nackten Füßen hier rum? Ich glaub's ja nicht. Nuri! Jetzt zeig uns schon den Weg zur Höhle. Nein, ich habe zu tun. Was denn? Ist die Reihenfolge hier wichtig? Er springt erst auf die Pflanze, dann auf den roten Felsen und dann wieder dort oben hin. Nun gut, wir werden es herausfinden. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht es gut und ihr kennt das ja schon. Auf Wiese gehen. Tschüss.